Ja, willkommen zurück nach der letzten überlangen Folge. Bei mir zumindest, bei Su ist ja, glaube ich, ein klein bisschen eher rausgekommen. Ja, aber ich habe mich noch durch das komplette Grab da gekämpft. Also von daher sind wir ungefähr gleich. Ich gebe zu, ihr seht sicherlich, dass ich in der letzten Folge woanders stand. Ich habe mich rausteleportiert mit der Schnellreise. Wir wollen ja auch einigermaßen auf demselben Stand bleiben hier. Richtig, richtig. Wir haben auch unsere Interfaces ein bisschen angepasst. Wir haben jetzt unten zwei Leisten und Hotze, wir haben Sprinten. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Also wenn schon laufen, dann zumindest ein bisschen schneller. Ja, ich sollte das gleich nochmal in meine Leiste packen. Ich muss das durch Medipacks erstmal ersetzen. Ja, und wie man sieht, wir haben noch unsere kleinen Begleiterchen dabei. Genau, Kemal und sein Zwillingsbruder Kemal. Ja. Aber da sagst du gerade was mit den Medipacks. Ich glaube, ich habe gar keins mehr. Nein. Ich habe nur drei geringe. Ne, einfache. Naja. Sollen wir erst die Quest abgeben und uns dann für eine Klasse entscheiden? Oder was gedenkst du? Überlasse ich dir. Sag an. Gefährtenfähigkeiten. Oh, was haben wir denn da? Sprint? Ach so, nee, das machen wir mal wieder klein. So, ja, dann lass uns einfach mal losstiefeln und hier die Quests abgeben. Ja, komm, mein Großer. Ja, und so macht man auch zwei, vier Leute. Also die beiden etwas. Hast du Sprinten an? Achso, Moment, muss ich erstmal noch reinpacken. Wo habe ich es denn? Sprinten, da. Muss ich das nur einmal aktivieren, dann läuft die ganze Zeit, oder wie? Ja, außerhalb des Kampfes. Ich glaube, nach einem Kampf muss man das wieder aktivieren. Ich weiß es nicht so. Nicht wirklich. Hui. Ist deutlich angenehmer, oder? Ja, man kommt ein bisschen schneller voran. Nur zu, ignoriert mich. Andere werden folgen, um euren Platz auszunehmen. Einzunehmen, Pokémon. Wie schnell sich alles verändert, so lange ist mein Meister nun schon tot. Dann würde ich sagen, geben wir erstmal hier den Auftrag ab. Was wollt ihr? Ich bringe den Sklaven bei, die Bestien zu füttern und habe keine Zeit zum Plaudern. Habt ihr schon einmal von einer Kreatur namens Serun gehört? Serun? Ihr kennt Serun? Die Kreatur hat mir sehr nahe gestanden, als ich noch ein Akolyt war. Er hat mir bei meinen Prüfungen geholfen. Er kam an Orte, die mir nicht zugänglich waren, und hat mir alles erzählt, was er gehört und gesehen hat. Er hat sich von Ungeziefer ernährt, bis ich vorbeikam. Ich habe herausgefunden, wie ich ihn gesünder und stärker machen konnte. Seruns Spezialfutter. Ich möchte mehr erfahren. Serun wusste nie genau, was ich ihm vorsetzte. Es war nicht nur Bestienfutter. Serun hat die Leichen der gescheiterten Schüler der Akademie gefressen. Die Knochen und das Blut toter Akolyten. Da er sich von der Energie der Toten ernährte, wurde die dunkle Seite mit jedem Mal viel stärker in ihm. Ihr habt die Leichen toter Schüler an dieses Ding verfüttert? Die Pampe, die wir an die Sklaven und die Tukatas verfüttern, hätte Serun nicht satt gemacht. Und hier fallen viele Leichen an. Es war eine einfache Möglichkeit, sie zu entsorgen. Als ich bemerkte, was mit Serun geschah, schickte ich ihn weg. Er wurde immer hungriger und ich fürchtete, er würde auch Lebende angreifen. Ihn zu töten war schier unmöglich. Er konnte jede Verletzung selbst heilen. Ich hatte gehofft, er findet irgendwo anders eine neue Heimat. Doch anscheinend müssen wir bestimmter handeln. Das könnten wir. Oder ich gebe ihm das Futter, das er will. Helft Serun und er wird sich gegen uns wenden. Nur noch einmal der Geschmack der Macht und schon wird er Akolyten jagen. Ich kann das nicht zulassen. Wir müssen zusammen versuchen, Serun zu vergiften. Bevor ich Serun wegschickte, habe ich ein Gift entwickelt. Ich hatte aber nicht den Mut, es einzusetzen. Es wird ihn nicht töten, aber ihm seine Macht entziehen. Angenommen, wir vergiften ihn. Was passiert dann mit Serun? Ratet mal, wenn wir das tun, wird Serun nicht mehr lange überleben. Er wird sich so gut es geht verstecken und langsam verhungern. Aber die Alternative ist ein schreckliches Monster. Dann lasst uns das Monster vergiften. Ich bin froh, dass wir einer Meinung sind. Ich gebe euch dieses Fleisch. Fragt mich nicht, woher ich es habe, aber Serun sollte darauf reinfallen. Sobald das Gift in seinem Körper ist, wird er schwächer werden. Das macht mir keine Freude, aber es ist notwendig.
Geralt, was ist denn deine Aufgabe? Och Mensch. Serviere Serum das vergiftete Futter. Ich muss ja deine annehmen. Mist. Du bist auch immer zu, was bist du so ein guter Kerl? Also. Ja, ist im Leben böse und hier mal gut. So. Ja, bis gleich, ne? Wenn ich es euch doch sage, Aufseher, es ist unmöglich. Ich war in dem Grab und habe den Dashort auf der anderen Seite der Kluft gesehen. Aber ich konnte nicht zu ihm. Aber die Karte, Lord Zesh ist unnachgiebig. Ohne die Karte nimmt sie dich nicht zum Schüler. Ich sage euch, Lord Zesh will das Unmögliche. Niemand bekommt diese Karte. Ja. Ihr meint niemand außer mir. Die Karte und der Dashort schafft sofort dieses Monster raus und gib mir die Karte. Nein, das glaube ich einfach nicht. Unwürdiger Abschaum, ihr habt betrogen. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das Monster freigelassen? Sei Galut Saida, Iswis us Ulfbunden, Ja Adnam, in Puidangarja. Genau, ihr müsst ganz einfach betrogen haben. Dafür werdet ihr zahlen. Ach Gott. Schon, Geduld, du wirst diese Made noch früh genug beseitigen. Aber zuerst bringst du Lord Zesh diese Karte. Fresst sie beide, Cam. Da bin ich auch. Halte deinen Schoßhund noch einen Moment zurück, Akolyt. Ich möchte mit Fon reden. Lord Zesh. Ja, Fon. Also, wo ist meine Karte? Hier, Lord Zesh. Gleich hier. Du hast sie für mich gefunden, Fon? Wie wundervoll. Das bedeutet Tod. Ruhe. Fon wird mir erzählen, was passiert ist, oder, Fon? Du würdest es doch nicht wagen, mich anzulügen. Denn es wäre eine Schande, wenn ich feststellen müsste, dass du gelogen hast. Ich frage dich zum letzten Mal. Hast du diese Karte in Nagasados Grab gefunden? Ich? Nein. Nein, das habe ich nicht. Es tut mir leid. Harkun, ihr seid ein Narr. In jeder anderen Gruppe eines jeden anderen Sith Lords hätte dieser junge Mann alle anderen Akolyten in Stücke gerissen. Was wolltet ihr beweisen? Dass ihr mich überlisten könntet? Dass ihr besser wüsstet, wen ich als Schüler haben will? Ihr Narr! So viel zu eurem Schoßtier, Harkun. Beseitigt dieses Chaos. Schüler, such mich in meinen Gemächern oben auf. Wie befohlen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ohne die Hilfe von Lord Zesh bist du ein Nichts. Ich habe Freunde, die dich jagen werden, wohin du auch gehst. Ziemlich große Worte für einen Wurm. Aus meinen Augen. Deine neue Meisterin erwartet dich oben. So, wie ich sehe, bist du auch fertig. Ja, der hat jetzt, ja. Verdammt, ich habe mein Mikro nicht aufgenommen. Entschuldigung. Ah, das ist Technik und ich, herrlich. So. Schneiden wir erstmal oben vorbei. Das ist doch wieder Story, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber. Sollen wir hier hin? Oh, da kommt ein Aufzug. Das hätte auch böse enden können. Sehen Sie die nächste, die Sith-Pfannkuchen. Sith-Akademie Ebene 3. Uiuiuiui. Hört sich wichtig an. Ja, wo müssen wir lang? Hier lang. Oh. Ah, den Vater abgeben. Ihr gehört nicht hierher.
Ihr steht vor der Kammer des Rates der Sith. Nur Sith-Lords haben Zutritt zu dieser Ebene. Wenn ihr keine offiziellen Gründe habt, hier zu sein, werdet ihr sofort gehen. Hier lässt es sich sicher gut aushalten. Wie bekommt man diesen Posten? Ihr tötet mehr Leute, als ihr jemals lebend gekannt habt. Und wenn ihr fertig seid, ich spüre, ihr tragt die Überreste meines Sohnes bei euch. Er war ein schwacher Junge. Er beschämt mich im Tod, wie er mich im Leben beschämt hat. Als ich von seinem Tod hörte, konnte ich meinen Posten nicht verlassen. Die Ehre verbat es. Doch ich wüsste gerne, was da drin passiert ist. Natürlich, fragt nur, mein Lord. Euer Respekt spricht für euch. Und jetzt sagt mir, wo habt ihr diese Überreste gefunden? Hat mein erbärmlicher Sohn es weiter als bis zur ersten Stufe geschafft? Starb er als Sith? Er starb direkt am Eingang des Grabs. Wirklich erbärmlich. Natürlich tat er das. Jeder Moment seines Lebens hat mich verspottet. Ich werde seine Knochen behalten, um mich an die Schande zu erinnern und meinen Zorn zu konzentrieren. Doch ihr habt mir einen Dienst erwiesen und solltet dafür bezahlt werden. Ihr habt mir Schmerz und Kummer gebracht. Und ich werde diesen Gefallen erwidern. Mein Sohn strebte nach einem Relikt, das im Sockel einer Statue tief im Innern des Grabs platziert ist. Dieser Kristall setzt es frei. Und jetzt geht. Ach Mann. Du bist einfach zu weich für diese Welt. Der arme Mann hat seinen Sohn verloren. Und im Leben hat er ihm schon nichts gebracht. Ich wollte ihm jetzt wenigstens im Tod die Ehre erweisen. Schwächling. Du hast ja schon die Belohnung. Du hast doch nicht mehr an deine Belohnung gefragt, also mal ehrlich. Dann warum sollte ich? Ich habe ein Herz. Oh, warte, wir müssen noch da hinten hin. Mann, du beeinflusst. Du bist kein guter Umgang für mich. Du beeinflusst mich. Tu ich ja scheinbar nicht. Du bist ja trotzdem noch so ein Weichei. So, bis gleich. Bis gleich. So, Meisterin. Ah, mein wunderbarer neuer Schüler. Man muss dir wohl gratulieren. Danke, dass ich die Gelegenheit bekomme. Du hast sie dir verdient. Also, ich war gerade dabei, mir diese erstaunliche Karte anzusehen, die du hergebracht hast. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Wovon ist das eine Karte? Darüber können wir hier nicht reden. Es hören zu viele mit. Triff mich auf Drum und Kars. Dort können wir reden. Warum müssen wir denn dorthin? Dorthin führt die Karte. Aber ich hätte dich sowieso dorthin gebracht. Es ist für jeden Schüler ratsam, das Herz des Sith-Imperiums zu erforschen. Wir treffen uns in meinen Gemächern in der Zitadelle von Kars City. Dort können wir offener über die Arbeit reden, die vor uns liegt, ohne befürchten zu müssen, dass man uns belauscht. Dies war mein Lichtschwert, als ich selbst Schülerin war. Ich will, dass du es nimmst. Ah, schön. Ich werde damit überall Schrecken verbreiten. Wunderbar. Daran habe ich keinen Zweifel. Also, nicht vergessen. Meine Gemächer, die Zitadelle, Drom und Kars. Wir müssen uns so bald wie möglich an die Arbeit machen. Kein Schritt weiter, fremder Abschaum. Das Gott hier hat eine Nachricht für euch. Wer ist dieser Darth Skotir? Darth Skotir ist Lord Seshs Vorgesetzter und euer schlimmster Albtraum. Die Nachricht lautet,
Ihr werdet nicht nach Dormund Kaas reisen. Alles, was ihr hier getan habt, jeder, mit dem ihr zu tun hattet, einschließlich Lord Sesh, ist unbedeutend. Das Gotia hat hier überall Augen und Ohren. Er weiß, was eure Meisterin im Schilde führt und ist nicht gerade erfreut darüber. Auf Korriban genießt Lord Sesh vielleicht einen gewissen Freiraum, aber auf Dromund Kaas sieht das anders aus. Ihr versteht also, dass ihr sterben müsst. Ich will schon lange mein neues Lichtschwert ausprobieren. Oh, wie ich es genießen werde, euch in Stücke zu reißen. Wie, was? Wo ist meine Maus? Da. So. Hallo. So. Ah, bist du auch wieder. Hast du auch die Anpassung bekommen? Ich weiß allerdings nicht, wie man die nutzt. Ich auch nicht. Gimval möchte unter vier Augen mit mir sprechen. Wie geht denn das? Crewfenster öffnen. Ach so. Erfordert Kimball, erfordert eine Crewmitglied Erscheinungsberechtigung. Nein, ich tue das erstmal da unten hin. Entschlossenheitsmodifikation. Beim Ausrüsten kannst du Waffen und Rüstung verbessern. Das werde ich gleich auf mein Lichtschwert anwenden. Was, wie? Was machst du? Guck hier gerade. Okay, Modifikation. Ich glaube, das können wir draußen tun. Da war das doch mit der Modifikation. So, wir sollen erstmal zu einem Crew-Ausbilder oder was war das hier? Crew-Fähigkeiten-Ausbilder aufsuchen. Wo ist der? Was? Das habe ich gar nicht. Wo hast du das her? Ich gucke ein bisschen bei Kemwal. Bei Kemwal? Wie guckst du denn da? Ach so. Aber ich denke, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich würde jetzt ganz gerne noch... Oder sollen wir das generell auf die nächste Folge verschieben? Bis dahin können wir uns schlau lesen. Ja, würde ich sagen. Das Lichtschwert haben wir. Vielleicht können wir bis dahin den Guten auch anpassen. Wieso ist dein Lichtschwert nicht ausgerüstet? Kann ich doch nicht. Ich konnte mal. Tatsächlich. Siehst du? Ich wollte das ja auch ausprobieren gegen den Idioten eben. Sehr schön, sehr schön. Macht das denn deutlich mehr Schaden als das alte? Weiß ich jetzt nicht. Oh ja, oh ja. Keine Farbe. Da können wir uns also auch noch Farben aussuchen. Ist ja interessant, interessant. Ist wollten das. Wir denn noch in die Erweiterung, also in unsere... Ja, da hast du recht, das könnten wir noch machen. Ja, das könnten wir noch tun. Da war Moment, Vermächtnis.
Ja, da Vermächtnisnachname freigeschaltet. Die Mitglieder deines Vermächtnisses teilen sich nicht nur einen bleibenden Namen, sondern können auch bald neue Spezies für neue Charaktere freischalten. Erhöhte Attribute erhalten und so. Sag mir gerade nichts, also was soll das sein? Ist das so ein Clan-Ding oder was ist das? Ah, nee, das ist, alle deine Charaktere haben dann den gleichen Nachnamen. Ach so. Ja, wie nenne ich denn dann meinen Nachnamen? Schwer. Ja, jetzt ist die Frage, wo wird der denn auch angezeigt? Das weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre sowas wie ein Clan jetzt oder sowas, dass wir da das stellen. Willst du mehr? Ich klicke mal kurz auf Willst du mehr erfahren? Achso, okay. Was passt denn zu Holzer als Nachname? Das Problem ist, wir können die Anpassung können wir nicht nutzen, da wir keine Abonnements haben. Finde ich ein bisschen schade. Alles, was wirklich lustig ist, steht uns nicht zur Verfügung. So. Der Name hätte ungültige Zeichen, das ist doch nicht wahr. Wie soll man denn da kreativ werden, mal ehrlich? Müssen wir sowieso freischalten. Also von daher ist das relativ egal, was wir machen. Denn auch das ist Nicht-Abonnenten nicht wirklich zugänglich. Das stelle ich trotzdem so fertig. Ist ungültig. Bin ja. Willst du mich jetzt also? So. Ja, schade, sieht man nicht. Wie heißt denn dein Nachname? Halligalli. Ernsthaft? Ja. Da ist meiner aber besser. Wie heißt du denn? Chlorix. Schleichwerbung. Mein Charakter ist jetzt Mitglied des Chlorix-Vermächtnisses. Meiner des Halligallis-Vermächtnisses. Da mir fiel nichts Besseres ein, mal ehrlich, also. Ja, nein, ist ja okay, ist ja okay. Da dachte ich mir, was soll's, wenn das Spiel mich so ärgern will, dann ärgere ich zurück. Oh. Und Hotze Halligalli ist doch gar nicht schlecht. Das stimmt, das stimmt. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Klassenauswahl, oder? Erweiterte Klassenauswahl meinst du wohl? Genau. Hast du dich denn da schon ein bisschen entschieden? Ich denke, zum Doppellichtschwert wird deine Tendenz gehen. Ich hätte Bock drauf. Also es ist. Muss man echt sagen. Ich finde es ja auch geil, aber ich habe Angst, dass es zu viel Zaubern ist. Da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Wobei der Hexer natürlich eher nach Zaubern klingt als der Attentäter. Dann machst du einen auf Geralt. Also wir haben zweimal Schaden, einmal Heilen und zweimal Schaden und einmal Tank. Es unterscheidet sich also wirklich, zumindest bei den Attributen, nur beim Lichtschwert. Schade, dass nicht genau gesagt wird, was
Was jetzt wirklich interessant ist. Genau. Ach, ich nehme den Hexer. Komm. Ich nehme den Attentäter. Dann haben wir auch ein bisschen verschiedene Sachen zu zeigen. Vor allem, ich kann auch ansehen. Erweiterungsklasse ansehen. Was ist denn da? Ah, da guck mal. Geh da mal rauf. Eieiei, hier kriegen wir Skillpunkte. Ja, gut. Heiler möchte ich natürlich nicht sein. Was haben wir denn hier? Stufe 10. Kettenblitz. Blitzstreuung. Kugelblitz, Umsturz, tiefer Donnerschlag. Hier. Oh, das klingt alles sehr nach Schießen. Brodelnde Ladung. Todesfeld, schleichender Schrecken, Saugschlag, Niederreißen. Ja. Und dunkler Schutz, verdorren, macht sie in verwüstende Spannung. Heide Witzka. Aber ich meine ein bisschen Antäter. Ich bin Sith-Hexer und zwar Wahnsinn. Toll, schaffe in dein Inventar Platz für die Grundausstattung. Ist das doch nicht wahr? Haben wir jetzt eine Grund... ich habe keine. Doch, Hexer-Versorger-Paket. Das heißt, ich muss erstmal was verkaufen, dann kann ich die Klassenwahl bestätigen. Das ist doch, also mal ehrlich. Wo ist der nächste Händler? Ich will handeln. Draußen. Draußen war der. Ja. Und das heißt nur noch Jappe Signus Fraunus Jus Jappe Reiter Jappe. Es ist doch nicht wahr. So, dann werde ich hier auch mal verkaufen. Das. Womit kann ich dienen? Wie war das jetzt? Na. So. So, ich denke mal, das sollte wieder Platz gegeben haben. Hier, wenn du dein Lichtschwert in dein Inventar fügst, und hier an die Maschine gehst, kannst du diese Modifikation, die wir gekriegt haben, in dein Lichtschwert einfügen. Wir haben eine Modifikation gekriegt? Ja. Ah. Wie füge ich mein Lichtschwert hier ein? Dieses rüber. Jetzt schließen und dann habe ich das und dann wieder ausrüsten. Gut. Dann
kann ich jetzt auch meine Klassenwahl kurz bestätigen. Ja, dann ist das. Übernehmen. Ich schnitzel dich durch. Ach, da muss ich auch noch auswählen, welche Disziplin ich nehmen will. Genau. Schwer. Täuschung, Hass, Tank. Was hast du genommen? Ich habe ja Hexer, ich bin ja wer anders. Ja, ja, das, ich frage nur, was du genommen hast. Weiß ich nicht genau. Wahnsinn, glaube ich. So, sollen wir dann noch zum Ausbilder eben? So, ich gehe auf Hass. Ach du Heiliges, was ist das denn jetzt hier? Er zeigt irgendwie, wir haben hier eine Quest zum Abgeben. Wo soll denn die sein? Hier irgendwo, irgendwie. Ach Gott, was kann ich denn hier noch aus? Fachkundig? Hm, kann ich da auch noch auswählen oder was? Nee. Was soll ich denn mit dem Feld hier? Ja. Aktiviere das Wissensobjekt, um etwas über die Modifikation zu erfahren. So, was wollen wir jetzt? Ich war gerade abgelenkt, Entschuldigung. Ich würde mal interessieren, wie man das macht. Wir sollen hier das Wissensobjekt aktivieren. Das Wissensobjekt? Wo denn wie was, hä? Aktiviere das Wissensobjekt, um die Funktion zu erfahren. Ach, hier das daneben, okay. Oh, kam ein bisschen XP. Jo. Kann ich gleich wieder in mein Schwert knüppeln. Was hat funktioniert hier? Schwert hier rüber. Und dann müssen wir den armen Serun noch töten. Gemeiner Mörder, du. So. Und an wen verfüttert man dann die ganzen toten Sith-Schüler? Hm? So. Dann lass uns eben noch zum Ausbilder gehen und dann für heute das beenden. Es wäre natürlich interessant, ob der Ausbilder immer noch da ist, wo er vorher war. Moment. So. Wo bist du? Hä? Achso, zum Ausbilder? Mhm. So, was haben wir denn hier? Stromschlag Rang 2, unerschütterlicher Wille. Ruft den unerschütterlichen Willen der Sith, der sofort von allen unschädlich machenden und bewegungsanschränkenden. Okay, und Überladung. Das war jetzt nicht allzu viel, aber Hexer, aha, Blitzschlag. Oh, und dunkle Heilung, ach man. Blitzschlag, endlich ein würdiger Schüler. Hinfort. Guck mal, was ich jetzt kann. Was ich jetzt kann. Hast du gesehen?
Oh, du heilst mich. Ja. Wie kannst du das? Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Ach verdammt, ich glaube, ich habe die Munition in das falsche Laserschwert eingebaut. Ja, das, genau. So. Ja, das reicht jetzt auch für heute. Kuckuck, bin wieder da. So. Das heißt, wir verabschieden uns? Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal lesen wir uns noch ein bisschen schlau über das ein oder andere. Nee. Und dann wissen wir sicherlich ein bisschen mehr. Lass dich überraschen. Ja, damit gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr das hier guckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mahlzeit. Ciao. Tschö.